Herzlich willkommen zur wöchentlichen Wunschpartnerlegung auf meinem Kanal. Wir möchten einmal schauen bei eurem Wunschpartner, einmal, was sind so seine Gedanken, seine Pläne in der kommenden Woche, was sind so seine Ängste und Nöte in der Gedankenebene und das Gleiche in seinem Herzchen, was da so vor sich geht. Und bei euch möchte ich auch einmal ins Herz hineinschauen und in eure Gedanken, gleichzeitig aber die Tipps und die Ratschläge von der geistigen Welt im Zusammenhang mit eurem Wunschpartner erfragen, was sie euch denn so raten würden, welche Tipps sie euch denn so geben möchten. Manchmal kommt, wie solltet ihr euch verhalten, was könnt ihr tun, lauter so Dinge. Für diejenigen von euch, die das erste Mal dabei sind und sich wundern, dass ich so viele Lenormand-Decks hier jetzt liegen habe, natürlich habe ich ein komplettes Kartendeck für ihn und ein komplettes Kartendeck für euch. Ich möchte ja nicht, dass irgendwelche Karten schon bei ihm herausgefallen sind, die bei euch gar nicht mehr zum Einsatz kommen können. Ich spreche aus den Augen einer Frau, also wenn hier der Wunschpartner liegt und es geht um eure Wunschpartnerin, dreht es euch einfach um, wie es passend und stimmig ist. So, dann legen wir los, denn ich hoffe, ihr seid schon genauso gespannt wie ich, was in dem Köpfchen des guten Herrn bzw. der guten Dame so vor sich geht. Dann legen wir einmal los. Für meine lieben Zuschauer zum Thema Wunschpartner, welche Botschaften darf ich aus der geistigen Welt überbringen? Was geht denn so in seinem Köpfchen im Zusammenhang mit euch vor? Was denkt er, was plant er? Was ist da so los? Eine Karte noch bitte zu seinen Gedanken, seinen Plänen. Eine Karte noch. Eine Botschaft aus der geistigen Welt zu den Themen, die so in seinem Köpfchen herumspuken, wenn er an euch denkt. In sein Köpfchen lässt er sich nicht gerne reinschauen, das wissen wir schon aus den vorhergehenden Legungen, aber wir sind ja hart im Nehmen. So. Wenn er an euch denkt, empfindet er auf jeden Fall schon mal ein glückliches Gefühl. Die Gedanken an euch machen ihn glücklich. Gleichzeitig ist das Klee auch ein Zeichen für glückliches Wachstum. Aus dem Klee, seht ihr, entstehen schöne Blumen, Pusteblumen und ich finde die schöne Metapher auf das Bild so, Pusteblumen, ihr bläst in die Blume rein, die kleinen Samen fliegen durch die Gegend, landen irgendwo und es entsteht etwas Neues, Schönes. Und genau so sind seine Gedanken an euch. Er fühlt sich glücklich, zwar noch nicht in diesem Riesenglück, denn der Klee ist so das kleine Glück, aber das kleine Glück, das er gerne zum Wachsen bringen möchte. Wir haben den Turm hier liegen. Gut möglich, dass er sich eine kurze Zeit von euch zurückgezogen hat, der Kontakt mal abgebrochen war oder immer noch ist, aber das hat einen speziellen Grund. Denn er hat sich nicht von euch zurückgezogen, weil er keinen Bock mehr auf euch hat. Nein, er hat sich zurückgezogen, weil er seine Gedanken einmal sortieren muss. Und Männer machen das gerne. Wenn sie an einem Punkt angekommen sind, an dem sie nicht weiter wissen, nehmen sie sich einfach erst einmal raus, ziehen sich zurück, schotten sich ab und fangen das Denken an, was ja schon mal super ist. Denn die Lupe ist gefallen und die Lupe sagt mir ganz klar, er nimmt seine Gedanken, seine Pläne einmal komplett unter die Lupe, schaut genauer hin, was denn in seinem Kopf so vor sich geht, analysiert vielleicht auch, warum fühlt er sich denn glücklich, wenn er an euch denkt, was möchte er denn zum Wachsen bringen, was kann er tun. Also bei ihm in der kommenden Woche ein genaueres Hinschauen, was bei ihm im Kopf so vor sich geht,
was gehen würde, was er planen könnte, etc. Also schon mal super Energien, nämlich nichts mit ich ziehe mich zurück, ich habe keinen Bock mehr auf dich, sondern eher das in sich gehen und analysieren, was möchte ich überhaupt. Schauen wir mal auf die andere Seite, welche Ängste sind denn da so in seinem Kopf unterwegs, was muss er denn da so genau unter die Lupe nehmen? Da hätte ich auch gerne drei Karten, bitte. Was für Ängste, Sorgen oder Nöte sind denn da so in seinem Kopf? Drei Botschaften, bitte. Gut. In diesem Fall sind wieder zwei Szenarien möglich. Ihr wisst, das ist keine persönliche Legung, in der die Deutung eigentlich klar wäre, weil es ja um euch persönlich gehen würde, sondern es ist aus den Kollektivenergien und daher hier in dieser Reihe zwei Möglichkeiten, zwei Szenarien. Einmal, er ist noch absolut verwirrt. Wir haben das Labyrinth hier liegen. Das Labyrinth zeigt uns an, dass er seinen Weg noch nicht gefunden hat. Er immer noch im Labyrinth herumeiert und nicht wirklich weiß, was er will. Wir haben hier eine andere Frau oder einen anderen Mann liegen. Die Schlange ist immer das Zeichen einer Rivalin oder jemanden, der euch einfach im Weg steht. Und das Geeier in seinem Kopf, das Hin- und Her-Überlegen, geht darum, diese Beziehung zu beenden, also mit dieser Rivalin, und etwas Neues zu beginnen. Denn der Tod sagt ja immer aus, etwas endet, etwas Neues kann beginnen, also eine Transformation. Das ist das eine Szenario, wenn ihr in einer Dreiecksbeziehung, in einem Dreiecksverhältnis seid oder euch in jemanden verliebt habt, der noch gebunden ist. Dass er, die Sorge hat, nicht zu wissen, was richtig ist in dieser Beziehung. Er möchte das beenden, denn der Tod ist ja gefallen. Er möchte etwas verändern, diese Beziehung beenden und was Neues beginnen, aber er hat einfach noch nicht den Durchblick. Und das Schöne ist, hier haben wir den Durchblick ja liegen auf der anderen Seite in seinem aktiven Denken. Also seine Ängste eben nicht die richtige Lösung zu finden, wie er aus dieser Beziehung rauskommt und etwas Neues beginnen kann, aber der Fortschritt, dass er sich zurückzieht und Gedanken darüber macht, weil er in seinem Kopf einfach das Gefühl von Glück hat, wenn er an euch denkt. Das andere Szenario, wenn ihr in keiner Dreiecksbeziehung seid, dann ist die Schlange auch der lange Weg. Ja, die Schlange, die man sieht sie macht ja so eine Acht oder so ein Endlichkeitszeichen und seine Ängste in der Beziehung sind, dass er einfach nicht den richtigen Weg findet, dass es dauert, bis er weiß, wie er fortfahren möchte. Also er ist in seinem Kopf ziemlich gefangen mit Gedanken, mit permanenten Wiederholungen von Szenarien, die auch schon eine ganze Weile gehen, sagt mir die Schlange in dem Zusammenhang. Und er weiß nicht, wie er seine Vorstellung transformieren kann. Also das sind so die beiden Szenarien in Bezug auf die Schlange. Jetzt wollen wir aber mal in sein Herz schauen. Was geht denn in sein Herzchen so vor, wenn er an euch denkt? Was ist in seinem Herzlein so los? Was fühlt er? Rast es, wenn er an euch denkt? Hat er Herzschmerz? Was ist da los? Drei Karten hätte ich gerne zu seinen Gefühlen, zu seinem Herzen in Bezug auf euch.
zwei Karten bitte. Ja, der gute Mann hat Herzschmerz. Wir haben die Mäuse hier liegen. Witzigerweise hatte ich die Mäuse auch, ich glaube ja, bei der Wunschpartnerlegung fürs Wochenende schon in Bezug auf sein Herz liegen. Der Mann, der Frau geht es im Moment im Herzen nicht gut. Er hat Liebeskummer, er hat Herzschmerz. Er liegt direkt neben den Mäusen und nebendran der Reiter, der ja eigentlich eine frohe Botschaft sein sollte, aber auch etwas, was sehr schnell geht, eine sehr schnelle Energie. Und ich habe so das Gefühl in dem Zusammenhang, sein Herz schreit förmlich, ja. Entschuldigt, wenn ihr ein Piepsen hört, meine Waschmaschine ist fertig, immer im richtigen Moment natürlich. Sein Herz schreit förmlich, hallo, mir geht es nicht gut ohne sie, ohne ihn. Mach etwas, ja. Die Mäuse fressen sein Herz auf, das ist in der Herzgegend der absolute Liebeskummer, den er verspürt. Also ihr geht ihm nicht nur nicht aus dem Kopf, ihr geht ihm ans Herz in der Situation, in der ihr euch befindet. Und es ist ja auch gut, weil wenn er Liebeskummer hat, fängt er vielleicht einmal an, tatsächlich zu überlegen, wie könnte es mit euch weitergehen, was kann er tun. Jetzt schauen wir mal weiter in sein Herz, was sagt uns die geistige Welt denn da noch dazu? Welche Nöte sind denn noch so, Ängste in seinem Herz unterwegs in Bezug auf euch? Hätte ich auch gerne drei Karten. Ihr werdet sehen, die Karten werden bei euch viel schneller springen, weil ich immer wieder habe, dass der Wunschpartner sich nicht so gern in die Karten wortwörtlich schauen lassen möchte. Drei Karten bitte zum Thema Wunschpartner. Was geht in seinem Herzen vor? Welche Botschaft darf ich aus der geistigen Welt da für meine Zuschauer überbringen? Drei Karten. Ich bin geduldig. Ich krieg den Zugang zu deinem Herzen schon noch. Was ist da so los? Verschlossen. Eingemauert. Möchte es nicht zeigen. Vielleicht geht ihr damit auch in Resonanz, nicht wirklich zeigen wollen, was er fühlt, was in seinem Herzen los ist. Schweigen, wenn das Thema aufkommt, sich zurückziehen. Das ist so das, was ich jetzt gerade in den Karten fühle. Er möchte sich nicht ins Herz schauen lassen. Was ist da in seinem Herzen los? Zwei Karten möchte ich da noch haben. Noch eine. Ich krieg keinen Krampf in den Fingern, aber der Baum war die erste Karte. So, dann schauen wir mal rein. Die Uhr ist gefallen. Die Uhr, immer ein Zeichen dafür, dass es Zeit ist. Zeit ist, in die Tiefe zu gehen. Also in seinem Herzen, seinem Herz ist schon klar, dass es langsam an der Zeit ist, etwas zu machen. Vielleicht auch deswegen, weil er sich so scheiße fühlt oder sein Herz sich, seine Gefühle sich so scheiße anfühlen, weil das mit euch nicht so den Weg bis jetzt genommen hat, wie er sich eigentlich gerne vorstellt oder sogar wünscht. Und der Baum
ist für mich immer so der Baum des Lebens, ja? Ein neuer Lebensabschnitt, etwas wächst, Festigkeit, denn die Wurzeln gehen ja in die Erde und oben wächst etwas, die Äste, die Blätter, die Blüten, je nachdem, was für ein Baum es ist. So ist es für sein Herz ganz klar, dass er jetzt in die Tiefe gehen muss, dass er Stabilität reinbringen muss, dass er einen neuen Lebensabschnitt starten muss. Das ist seinem Herzen absolut klar. Das ist das, was er fühlt. Und weil ihm auf der einen Seite diese Dinge alle so klar sind, er aber noch nicht aus dem Quark gekommen ist, fühlt er sich so scheiße, ist ja ganz klar, ne? Man hat einerseits Vorstellungen im Kopf, man hat Gefühle und kriegt das aber nicht auf die Reihe. Was entsteht? Liebeskummer. Dann soll er halt mal seinen Hintern bewegen, Entscheidungen treffen, auf euch zukommen und dann könnte das doch alles ganz schnell ganz anders sein. Jetzt schauen wir mal in euer Herz noch. Da interessiert mich mal, was bei euch im Herz so vor sich geht und dann die Tipps dazu von der geistigen Welt. Was ist denn in eurem Herzchen so los, wenn ihr an ihn denkt? Welche Gefühle habt ihr? Hätte ich auch gerne drei Karten. Welche Gefühle habt ihr denn? Wenn ihr an euren Wunschpartner denkt, eine noch bitte. Eine Karte noch zu euren Gefühlen. Wollt ihr mir die heute auch nicht preisgeben? Beide heute, doch, da ist au. Die Schlange ist auch, oh, ich müsste mal knacken lassen, bei euch gefallen. Also, ja, schauen wir mal weiter. Gut, Szenario 1, wie oben auch, er ist noch in einer Beziehung. Die Angst in euch, der Mond, der zeigt immer Träume, Sehnsüchte auf, aber auch Ängste und viel Nachdenken. Und die Hand kann eine Hand sein, die einem gereicht wird. Kann aber auch eine Lösung sein. Also, dass man sieht, die Hände lösen sich einerseits voneinander unten auf dem Bild oder sie reichen sich. Und bei euch im Kopf ist, bei euch im Herz ist die Sehnsucht nach ihm so stark. Ihr habt eure Träume, euer Herz träumt von einer Verbindung. Gleichzeitig habt ihr aber Angst, denn da ist noch eine andere Frau, ein anderer Mann. Dass sich aus diesem Grund alles in Luft auflöst. Also bei euch im Herzen viel, viel Angst, ihn oder sie zu verlieren, wegen dieser anderen Person. Nehmen wir die andere Person jetzt raus, schauen wir uns das Szenario an, wo es keine andere Person gibt, dann fürchtet euer Herz, weil es schon so lange mit euch geht und irgendwie nichts vorankommt, dass sich diese Beziehung auflöst. Genau wie im anderen Szenario, ihr träumt davon, ihr träumt von einem Treffen, ihr träumt von einer Partnerschaft, ihr habt eure Wünsche und Sehnsüchte, aber euer Herz ist verkrampft vor Angst. Ihr habt wirklich eine Scheißangst, diesen Mann, diese Frau zu verlieren. Und euer Herzchen, das ist das, was ich jetzt gerade so fühle, krampft sich da richtig zusammen. Jetzt möchte ich mal fragen, welche Tipps und Ratschläge die geistige Welt euch denn dazu hat. Welche Ratschläge darf ich denn meinen Zuschauern geben? Welche Tipps habt ihr für sie? Drei Karten dazu bitte. Welche Tipps und Ratschläge habt ihr für meine lieben Zuschauer zu ihrem Wunschpartner? Was können sie tun? Wie sollen sie sich verhalten? Wie kann es ihnen besser gehen oder vorangehen? Drei Karten bitte.
Auch bei euch die Karten heute sehr verhalten. Aber ich finde es bezeichnend, dass zweimal die Schlange bei euch auftaucht. Also entweder tatsächlich geht das mit euch schon eine ganze Weile hin und her, ohne dass es wirklich ein Schritt vor oder ein Schritt zurück geht. Also ein Stillstand, jetzt nicht unbedingt im Negativen, aber auch nicht vorwärts im Positiven, wie ihr das gerne hättet. Oder es ist tatsächlich noch eine andere Person im Spiel, weil zweimal Schlange. So, zwei Karten noch. Tipps, Ratschläge von euch. Was darf ich meinen Zuschauern denn für eine Nachricht überbringen? Eine noch. Scheint nicht so ganz einfach zu sein, die ganze Situation. Gut, dann schauen wir mal rein. Der Ratschlag von der geistigen Welt an euch. Die Fische sind gefallen. Die Fische immer eine sehr, sehr tiefe Verbindung. Eine, bei den Fischen auch in der Liebe eine Seelenverbindung, Seelenzwilling, Zwillingsseele. Ihr fühlt euch extremst verbunden und wenn das der lange Weg sein soll bei der Schlange, dann kommt ihr einfach nicht voneinander los. Wahrscheinlich habt ihr es beide schon mehrmals versucht, aber irgendwie findet ihr immer wieder zueinander, weil es ohne den anderen einfach nicht geht, man sich leer anfühlt, etwas fehlt. Der Tipp der geistigen Welt, dranbleiben. Der Schlüssel ist Entschlossenheit. Seid entschlossen, bleibt dran. Sagt euch, ich möchte ihn, ich will ihn, ich bekomme ihn. Gebt diesen Wunsch nach oben, weil mit den Fischen ist das ja das Zeichen eigentlich. Das ist etwas Gewolltes. Also da ist schon eine sehr, sehr starke Verbindung und ihr seht, hier ist der Herr gefallen mit der Rose in der Hand, der auf das Ganze schaut, also links der Herr, rechts die tiefen Gefühle, die Seelenverbindung und in der Mitte der Schlüssel, der ja nicht nur etwas aufschließt zu neuen Abenteuern in einen neuen Raum, sondern auch die Entschlossenheit zeigt. Und wenn ich frage, was sollt ihr tun, was für Ratschläge darf ich euch geben, dann heißt es am Ball bleiben. Bleibt am Ball. Da ist, es ist was Geführtes von der geistigen Welt. Jetzt möchte ich noch in euer Köpfchen schauen. Was ist denn in eurem Köpfchen so los? Eine noch, das erzählt ihr mir lieber. Ne? Ihr seid alle so ein bisschen herzverschlossen, da kann ich mir einen Wolf mischeln. Aber wenn es um euren Kopf geht, da darf ich reingucken. So, jetzt hebe ich das alles mal. Ja, in eurem Kopf, zack, er schon wieder gefallen. Und die Engelsflügel und das Herz, ja, leih mir, Marc. Also in eurem Kopf ganz klar, er, die Liebe und die Engelsflügel, ihr seid in eurem Kopf davon überzeugt, dass dieser Mensch ein Seelenverwandter von euch ist, beziehungsweise eine Seelenpartnerschaft. Das ist bei euch im Kopf einfach klitzeklar. Ihr wisst das. Ihr wisst das, dass zwischen euch eine unglaubliche Verbindung herrscht. Wahnsinnig schön. Und jetzt möchte ich dazu natürlich auch noch die Tipps aus der geistigen Welt und die Ratschläge haben. Welche Ratschläge gebt ihr denn zu den drei Karten meinen lieben Zuschauern? Was ist eure Botschaft dahinter? Okay, wir haben vier. Bei euch auch der Lebensbaum gefallen, nicht wahr? Also ein neuer Lebensabschnitt. Die geistige Welt sagt, hey, die dunklen Wolken werden vergehen.
Denn die helle Seite schaut auf die Sterne. Und die Sterne sind nicht nur die Traum- und die Wunscherfüllung, sondern auch das Zeichen für eine klare Sicht, ja. Ihr werdet bald durchblicken, ihr werdet bald klar sehen und eure Träume und Wünsche näher kommen, denn der Bauch ist gefallen und der Bauch ist ja immer ein Zeichen von, man bringt was auf die Welt. Es tut sich was, etwas wird geboren, etwas Neues kommt zutage und zusammen mit dem Baum ein neuer Lebensabschnitt und die Sterne, hey, eure Träume, eure Wünsche werden in Erfüllung gehen. Also wie hier oben die Botschaft, bleibt am Ball, gebt nicht auf, meine Lieben. Und dann die Botschaft, die zweite Botschaft, ihr werdet bald verstehen, was da vor sich geht, was da alles die Gründe sind. Und ja, der Bauch sagt, es wird etwas Neues geboren werden. Ein neuer Lebensabschnitt. Also super schöne Energien für euch für die kommende Woche. Da oben bei ihm tut sich ja wenigstens was. Da ist kein Stillstand zu sehen, kein Ende zu sehen. Von daher alles im grünen Bereich. Wenn auch noch nicht eben perfekt. So, jetzt schauen wir mal, was sagen denn die kleinen Herzorakelkarten zu ihm einerseits? Und was sagen die kleinen Herzorakelkarten zu euch? Was ist denn bei euch so los? Die wollte springen, dann nehmen wir sie auch jetzt vorher, aber meine Brille, weil lesen Balance. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Ja, das ist genau das, was er sucht, die Balance. Er hat in seinem Kopf, in seinem Herzen einfach keine Balance. Er schwingt von rechts nach links, findet den richtigen Weg noch nicht. Freundschaft, pflege die Bande der Freundschaft. Er ist nicht bereit, euch aufzugeben, denn er fühlt sich nicht nur von euch im Herzen hingezogen, sondern ihr seid für ihn auch ein guter Freund, eine gute Freundin und das ist etwas Wunderschönes, denn was kann es in einer Liebesbeziehung denn noch Schöneres geben, wenn man sich auch freundschaftlich verbunden fühlt, mit dem anderen Pferde stehlen kann und so weiter. Bei euch göttliche Fügung. Was habe ich gerade gesagt? Engelsflügel? Göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Also genau das mit den Engelsflügeln, mit den Fischen, was die geistige Welt sagt. Vertrauen, um etwas ändern zu können, muss man es erst akzeptieren. Vertrauen. Vertraut darauf, dass sich bei ihm etwas tut, auch wenn ihr zeitweise die Hoffnung verliert oder denkt, boah, jetzt kann er mich aber echt mal, das geht schon so lange, entweder er entscheidet sich oder er kann mir gestohlen bleiben. Im Moment für die kommende Woche die Energien auf jeden Fall und die Tipps, bleibt dran, gebt noch nicht auf, da tut sich was. Wenn sich es auch lange anfühlt und vielleicht auch noch etwas dauert, aber ja, da ist noch einiges Potenzial dahinter, so sehe ich das. Ich hoffe, ich konnte euch ein kleines Lächeln, ein bisschen Hoffnung ins Herzen zaubern und mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch oder wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, dann drückt das Abo-Glöckchen, verpasst ihr mich nicht mehr. Ich wünsche euch eine schöne, schöne Woche. Glaubt an euch, glaubt an die göttliche Fügung, wie es hier liegt. Und alles wird gut. Bis bald. Tschüss.